Es war doch so schön. Die ersten milden Vorfrühlingstage mit strahlendem Sonnenschein und teils mehr als 15 Grad, das erste Eis auf der Terrasse des Straßencafés, das erste Sonnenbad im Stadtpark in der Mittagspause. Nach den vielen trüben Tagen eine wahre Wohltat, es hätte ruhig noch 2 Wochen so bleiben können. Stattdessen tritt zum Wochenwechsel das hier ein. Es sieht nach einer der heftigsten arktischen Kälteeinbrüche der letzten Jahrzehnte für den Monat März aus. Dieser beschert uns ab dem Wochenende einen Temperatursturz von bis zu 20 Grad. Gebietsweise gibt es auch im Flachland Dauerfrost, Schnee und einen teils stürmischen Nordostwind mit Verwehungen. Grund für den extremen Kälteeinbruch ist ein Hoch über dem Nordmeer, das ein riesiges Kältereservoir über Nordskandinavien und Russland anzapft. Ab dem Wochenende gelangt diese Frostluft zunächst in den Nordosten Deutschlands mit teils kräftigem Schneefall und flutet dann an den Folgetagen das ganze Land. Voraussichtlich kann sich die Kälte mit Minusgraden und Schnee sogar bis nach Spanien durchsetzen. Das Ergebnis bei uns sind dann mehrere frostige Tage bei einem klirrend kalten Nordostwind. Nachts sind sogar strenge Fröste unter minus 10 Grad möglich. Ob sogar Kälterekorde für März gebrochen werden, muss noch abgewartet werden. Wann der nächste Frühlingshauch kommt, ist derzeit noch nicht absehbar.